Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Long Dark Wintermute. So, wir haben hier gleich einen Wolf vor uns, das ist ja ganz spannend. Wo auch immer der jetzt herkommt. Ich bitte mal ganz gut. Ja, spannend. Es fängt gleich gut an. So, Hallöchen auf jeden Fall nochmal. Wir kamen letzte Folge wo war das? Ich glaube, da hinten irgendwo vom Berg runter. Und da kommt gleich der nächste. Guck mal, wir bekommen gleich nochmal Besuch. Ist das schön. Okay, und er läuft auch aber nicht zu uns her. Das könnte auch sein. Das ist keiner spannend. So, wir kamen von, ich glaube, da oben kamen wir runter irgendwo. Und haben uns hier nochmal ganz kurz umgeguckt, ob hier noch irgendwas ist. Aber das scheint nicht so zu sein. Also da ist nichts mehr. So, und ich hoffe, es klappt alles mit der Aufnahme. Denn ich habe ein paar Dinge umgestellt und umgebastelt. Schreckt mich doch nicht so. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert alles. Sollte aber rein theoretisch. Wenn nicht, dann merkt ihr gar nichts von der Umstellung. Denn ich habe hier eh noch eine Backup-Aufnahme im Hintergrund auch laufen, falls die Hauptaufnahme hier schief gehen sollte, warum auch immer. Aber ja, ich habe ein paar Dinge verändert, ein paar Dinge automatisiert, um eben den Schnitt und so weiter, sagen wir mal so, zu vereinfachen. Keiner, weil ist hier ein Wasserfall, kann das sein. Aber wir kommen, glaube ich, hier runter, ne? Ich sollte vielleicht mal wieder die Taschenlampe in die Hand nehmen, weil ich sehe hier absolut nichts. Die ist leer. Cold is making my head feel thick. Ja, okay. Wie wär's mit einer Sturmlaterne? Die wäre doch was, oder? Das klingt doch gut. Okay, dann gucken wir da mal weiter. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Oder ob wir überhaupt durchkommen. Glaube ich gerade eh nicht wieder irgendwo im Kreislauf und Blödsinnlauf und sowieso. Vielleicht sollen wir hier nicht runter, sondern eher da über einen Baumstamm rüber. Das wäre, glaube ich, smart. Das ist vollkommen obvious, aber irgendwie manchmal. Sagebutten haben wir sowieso viel zu viele. Stöcke brauchen wir gerade nicht. Ich weiß, uns ist kalt. Ich mache gleich ein Feuerchen. Kleines Feuerchen. Uiuiui. Hier wäre windstill. Hier so ein bisschen. Ich nehme ein Büchlein. Büchlein. Und mache da mal ein kleines Feuerchen. So. Komm. Geht's hier aus? Jawohl. Sehr schön. Dann schmeiße ich nochmal ganz kurz ein Hölzchen rein. Wir haben ja nicht mehr so viel Holz leider, weil wir das meiste Zeug ja weglegen mussten oben. Aber naja. So, Hunger geht noch. Hunger hält sich noch in Grenzen. Wir könnten uns erstmal Kaffee machen. Das wäre ganz smart. Denn ansonsten schlafen wir dann nächsten Morgen gleich ein. Wenn es wieder Tag wird, dann pennen wir quasi weg. Weil wir sind dann mitten in der Nacht irgendwo aufgewacht, weil wir vielleicht eine kleine Höhle aufs Maul bekommen haben. Ein paar Steine. So, komm. Das gibt man mal und dann trinken wir den mal. Geil, Kaffee. Temperatur steigt, das wollte ich eigentlich nicht. Aber das zweite brauche ich. Und zwar Erschöpfung verringert, genau. Gut, und sobald uns gleich wieder warm ist, gehen wir auch gleich weiter. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Wir müssen wahrscheinlich... Boah, wo kann man denn hier raus? Irgendwo gab es einen Punkt, wo man rauskam. Ich glaube, hier irgendwo vielleicht. Ich weiß es nicht mehr, wo es hier aus dieser Schlucht rausging. Aber es gab auf jeden Fall einen Weg hier raus.
die Lampe inzwischen mal ausmachen. Wäre auch nicht so doof. Okay. Looks like a new day is dawning. Jo. Ja, essenstechnisch haben wir eh nichts mehr. Nicht mehr wirklich. Gerade noch gucken wollte, ob wir uns vielleicht nicht doch noch was reinhauen können. Wieder nachher nicht verhungern, aber... Eher nicht so. Okay, jetzt sind wir gleich voll. Komm. Die letzten paar Millimeter, die... Mach noch bitte voll. So. Und voll. Dann gehen wir gleich weiter. Geht's wieder runter. Musik? Welcher Vorgang? Oh nein. Oh nein. Ich weiß, hier wird's raufgehen. Ich gehe da mal ganz kurz hier weiter. Musik? Okay, hier geht's glaube ich eh nicht weiter, kann das sein? Da ist eine Brücke oder sowas eingestürzt. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich pack die Lampe mal weg. Gott, da müssen wir gleich rüber bei dem Baum. Das ist wieder lustig. Ich freue mich drauf. Musik macht mir echt gerade Angst. Man ist zwar schön, Musik zu haben, aber... Ach, es waren wieder Hagebutten. Mann. Viel zu viele. Ich hoffe, die brauchen wir nicht. Just saying. Da ist wieder ein Seil hoch. Okay, ja, wir sind eh nicht überladen. Ich blieb gerade irgendwo hängen. Nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Das wäre doof. So, Kletterseil. Ich hoffe, wir kommen da rauf. Weil, wenn ich so meine Erschöpfung angucke, das ist ein bisschen... Das müsste sich, glaube ich, ausgehen. Ich glaube, es geht sich aus, weil dann können wir uns wirklich schlafen legen. Komm. Ein paar Meter noch. Das ist gleich geschafft. Ja. Okay. Gut. Musik ist auch wieder weg. Prüfe dein Tagebuch auf unvollständige Nebenmission. Nein, du willst mir doch nicht sagen, die Hauptquest. Ja. Aber ich habe hier nichts markiert. Ich habe eine Memo nicht gefunden. Ich speichere mal ganz kurz. Ich mache einen neuen Spielstand. EP4A6. So. Nur mal ganz kurz, nee, weil falls Story gleich hier weitergeht, dann haben wir ein Problem, weil ich möchte schon alle Nebenquests mitmachen. Übrigens, das hier ist die Folge 100. Wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber irgendwie habe ich drauf vergessen. Folge 100 von The Long Dark Wintermute. Schön. Toll. Ich wollte gerade einen Screenshot machen. Hallo? Darf ich jetzt bitte Screenshot? Sehr schön. Ist doch schön. Okay, dann begeben wir uns mal in Richtung
Gefängnis, nehme ich mal an. Ich hoffe, wir schlafen nicht ein, während wir da hinlaufen, weil ein bisschen müde sind wir schon. Ein bisschen. Ist gut, dass ich jetzt hier gerade eine Wasserflasche vor der Aufnahmezeit stehen habe, damit ich ja nicht sehe, wie lange ich schon aufnehme. Aber, ja, ich muss schon sehen, wie lange ich aufnehme. Hier. Ein Höhlchen. Mal da, guck mal da. Waren wir hier schon? Ich denke schon. Und wir können uns hier hinlegen, weil, ja, aber es ist halt echt erst gerade Tag. Hier geht's rauf. Müssen wir denn hier rauf? Ich back mich gleich wieder fest, wenn ich hier weiterlaufe. Warum geht's hier rauf? Ich speichere mal ganz kurz. okay. So, sollte man hier langkommen? Ich meine, da geht's auch rauf, aber... Ich habe diverse Fragen. Ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen soll. Vor allem, wo geht's hier hin? Nicht wieder ganz unten, aber auch noch nicht ganz oben. Not sure why I feel so tired. Ja, jetzt ist ja gut. Ich laufe ja nur ein bisschen. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall wieder runter. Speichervorgang. Das hat mein Autosave überschrieben, glaube ich. Toll. Also, ein Quicksave. Ich sehe davon ein Häschen. In der Ferne. Oder das könnte auch einfach ein Stock sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Stock. Brauchen eh gleich ein bisschen Holz. Weil es wird schon wieder kalt. So, und wir sollten uns dann auch demnächst mal schlafen legen. Zumindest so ein, zwei Stündchen. Dass man uns halt nicht den ganzen Tag Nachtrhythmus versauen, weil dann nachts sehen wir halt nichts. Wäre ganz optimal. So, wo laufen wir denn eigentlich gerade hin? Ich habe so das Gefühl, hier oben müsste noch irgendwo was sein oder hier oben. Aber, Huch, also, oh Gott. Ich will gerade wieder das Gewehr zücken. Voller Entzückung das Gewehr zu. Ich meine, wir bräuchten nie Essen. Aber es lohnt sich halt jetzt einfach nicht, hier so ein Reh abzuschlachten. Ist so, Can't feel my hands. Ja, ist ja. Jammer nicht rum. Schläfst eh gleich ein. Oh, hier geht's gut runter. Huch. Oh Gott. Ich hab mich wieder erschrocken. Ich hab damit gerechnet, dass es das Viech entgegenkommt. Und ich habe mich trotzdem erschrocken. Das ist sehr smart. Oh, und hi, Wolf. Bitte kein Timberwolf. Doch, Timberwolf. Ja. Der bewegt sich nicht. Kommt da nochmal einer ran? Okay. Das war doof. Aber wir sind immer noch da.
Haben sie wieder beruhigt. Okay. Ja, das war nicht so toll. Den hier. Prison Area. Okay. Das ist schön. Uns ist zum Glück nicht kalt oder so. Damn. I'm freezing. Und ja, wir sind zum Glück nicht übermüdet oder so. Und Hunger haben wir auch. Gott. Es ist eine gute Folge 100. Eine typische The Long Dark Folge. Komplett am Sterben. Folge 100. Und reden kann ich auch nicht. Ach, schön. Nicht ganz so Special-Special-Folge. So, hier haben wir eh unsere kleine Hütte. Ich hoffe, wir haben hier noch irgendwie Stuff, den wir vielleicht... Oh Gott, ey. Hör auf, rumzusteppen. Gefühlt minus 6. Ah, das ist nicht so gut. Wenn jetzt hier auch noch arschkalt ist. Wir haben aber auch kein Holz zum Feuer machen. Können wir mal ganz kurz Kleidung gucken, was da jetzt kaputt gegangen ist? Eh nix, ne? Warum ist das so kalt? Ich schlaf mal kurz. Gefühlt minus 18 Grad. Jo, genau. Wir sind gleich tot. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte einfach speichern sollen vom Schlafen. Wir sind gleich so tot. Okay, minus 4. Trotzdem nicht angenehm. Das ist die Musik. Unterkühlungsrisiko. Ja, okay. Wir haben es noch nicht ganz ausgereizt. Das ist gut. Konnten nochmal kurz schlafen. Und jetzt brauchen wir unbedingt Feuer. Ja, ansonsten sind wir gleich wirklich sehr, sehr tot. Come on. I could eat anything. Ja. Schön. Du wirst doch gleich irgendwas essen. Thank goodness for that. Oh ja, jetzt so lustig gewesen, wenn wir kein Feuer mehr hinbekommen. Haben wir noch irgendwas, was wir vielleicht noch... Hagebuttentee, natürliches Schmerzmittel. Brauchen wir das eigentlich nicht, ne? Satt haben wir, Verstauchungsrisiko, ja, okay. Verstauchungsrisiko auch nur, weil wir absolut tot sind. Wir haben hier alles durchsucht und alles mitgenommen, ne? Och, Lea. Nein. Ich hätte hier gern noch irgendwas zu essen oder so. Ja, dann ist mal die Einmannpackung. Die hat jetzt ein paar Kalorien. Die hält uns wieder ein bisschen satt. Dann trinken wir nochmal Wasser. Wasser. So. Inzwischen wärmen wir uns nochmal ein bisschen auf. Auch wenn es hier echt kalt ist. Windkühle minus 1, Lufttemperatur 1 Grad. Haha, geil. Gut, ihr Unterkühlungsrisiko geht ein bisschen zurück. Das ist sehr gut. Nebenquest. Das ist jetzt das nächste, wo ich mich so frage, wo könnte man denn irgendwas übersehen haben? Möchte das schon wirklich gerne fertig bekommen. Bevor wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Also hier. Gerne nach Schwarzfels zurück. Ich glaube, dann sind wir auch durch mit Episode 4 leider. verschiedene Memos und Gerüchte rund um Schwarzfels. Das würde ich echt noch gern fertig haben. Oder haben wir hier noch irgendwas? Waldflüsterer-Memo, haben wir die schon gelesen? Ein Blatt Papier, als Brief geschrieben, aber ohne Datum und nicht unterschrieben. Wir haben eine Art Zwischenstation in einer alten Mine im Schatten des Schwarzfels errichtet. Sie liegt nicht weit vom Gefängnis entfernt, daher schätzen wir nicht, dass sich jemand an den Vorräten zu schaffen macht. An diesem Ort herrscht eine mächtige Energie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich fühle mich bei jedem Besuch aufs Neue erfrischt. Wir hoffen, dass wir hier in der Mine auch ein paar nützliche Ausrüstungsgegenstände abstauben können, da sie etwas moderner als viele andere auf großer Bär ist.
Vielleicht sogar noch mehr Sprengstoff. Wir müssen sie vom Festland abschneiden. Wir können nur mit Hartnäckigkeit weiterkommen. Eine Abhängigkeit vom Festland bedeutet einfach noch mehr Umweltzerstörung. Ab jetzt keine halben Sachen mehr. Okay. War die Quest damit abgeschlossen? Nein, aber nicht. Auch viel zu schön gewesen. Ja, wir wärmen uns langsam, aber irgendwie auch nicht auf. So, Orte haben wir. Bau von Schwarzfels, Teil 1 und 3. Personen, Chase. Okay, da haben wir auch noch ein paar Texte stehen. Dinge. Okay, Aktionen. Sprint, Nebenmission. Das ist ja schön. Aufzugskurbel haben wir auch noch mit. Zunder sowieso. Haben wir das schon alles verwendet? Gelesen? Ich glaube schon, ne? Allgemeine Notizen. Westen. Einmal Items in Höhle, einmal am Kletterseil. Wait, what? Das geschrieben? Westen. Items in Höhle, einmal im Kletterseil. Wahrscheinlich da drüben irgendwo. Ja, hier wahrscheinlich. Wenn wir das genauso ablegen mussten. So. Okay, dann würde ich an der Stelle auch mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir sind fast tot, sehe ich gerade, Alter. Ist sie hier, Hälfte. Eine tolle Folge, 100. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut da rein, ich bin raus und ciao, ciao.